Eine der Herausforderungen ist nämlich auch einfach die Kirchenworte zu treffen, gerade auch was die biblischen Übersetzungen angeht. Es stimmt, ich bin kein Dolmetscher, habe das auch nie gelernt. Ich glaube, dass ich Englisch spreche, habe ich erstmal meinen Eltern zu verdanken. Ich glaube, ich war so 4, 5, wo ich angefangen habe, diese Sprache zu lernen. Aber das Ganze auch recht spielerisch. Das heißt, ich habe hauptsächlich auch Kinderfilme geschaut, die nur in Englisch gesehen habe. Dann kommt es bei mir so vor, dass ich einfach sehr, sehr gerne Akzente, Dialekte, bestimmte Aussprachen imitiere, mich dann und das Ganze dann lerne, einfach im Umgang mit Menschen. Das hat dann dazu geführt, dass ich die Sprache immer mehr und mehr konnte. Habe dann mein ganzes Bachelorstudium in der englischen Sprache absolviert, eben auch die Bachelorarbeit so geschrieben. Beim Masterstudium war es auch so, dass ich die Masterthesis dann eben entsprechend im Englischen geschrieben habe. Habe im Rahmen meines Studiums auch in London studiert, habe in New York eine Zeit lang gelebt und gearbeitet, sodass da auch so ein paar Akzente noch mit reingekommen sind und so hat sich das Ganze dann auch gefestigt. Und über diesen Zweig New York komme ich eigentlich auch zur nächsten oder zur Antwort zur nächsten Frage. Wie kam es dazu, dass du als Übersetzer zum Stammapostel eingeladen wurdest? Das war keine Ad-hoc-Geschichte. Das ist so gekommen, dass ich eben in meiner New York-Zeit in New York war. Dort war dann auch unser Evangelist Reinhard Kiefer. Der hat dann dort ein Seminar gehalten und dann war ich Evangelist Reinhard Kiefer vorher begegnet und erinnerte sich dann daran, dass ich dann eben dort war. Man hatte dann noch ein spontanes Meeting dort mit dem Council of Churches, glaube ich. Damals ging es eben darum, die Neuapostolische Kirche vorzustellen bei Vertretern anderer christlicher Glaubensgemeinschaften. Und dann habe ich ihn eben ins Englische, vom Englischen ins Deutsche für ihn und vom Deutschen ins Englische übersetzt, also in beide Richtungen konsekutiv übersetzt. Und ja, das war so der Einstieg tatsächlich. Er hat sich das irgendwie dann gemerkt und offenbar hier und da mal meinen Namen fallen lassen, sodass dann der Wurf ins kalte Wasser kam. Pfingsten 2015 wurde ich dann eingeladen zu übersetzen, simultan vom Englischen ins Deutsche. Und zwar in Lusaka, Sambia. An sich schon mal eine sehr coole und einmalige Erfahrung. Dann kamen noch andere Gottesdienste dazu. Zuletzt war ich bei der Übertragung für Ämtergottesdienst oder für Ämter aus St. Gallen unterwegs, dort eben auch vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen, was so eigentlich auch üblich ist, weil man so am ehesten in die Muttersprache übersetzt, weil das am einfachsten oder einfacher ist, als aus der Muttersprache heraus zu übersetzen. Bin da, glaube ich, auch nur reingekommen und in erster Linie reingekommen, weil auch einfach diese Übersetzungsrichtung eine neue ist, weil unser jetziger Stammapostel ja einen großen Fokus darauf legt, auch englische Gottesdienste zu halten, sprich ins Deutsche zu übersetzen. Wie gesagt, ins Englische gibt es andere Übersetzer, die auch vorher schon da waren, wie eben beispielsweise der Bischof Sam Müller aus Kanada. Und in dieser anderen Übersetzungsrichtung gab es eben so viele noch nicht. Die nächste Frage ist, wie hast du dich auf den Ostergottesdienst vorbereitet? Naja, also grundsätzlich ist es so erstmal, dass die Dolmetscher, die Übersetzer, die das Textwort etwas früher bekannt gemacht kriegen, unter größter Verschwiegenheit natürlich, und sich so ein bisschen besser darauf vorbereiten können. So richtig weiß man natürlich nie so genau, wo der Gottesdienst hingehen wird, was Heiliger Geist so bewirkt und was er tut. Aber man hat schon mal so ein gewisses Konstrukt, so eine gewisse Idee, in welchem Wortraum sich das Ganze bewegt. Ostern hat es natürlich erstmal an sich schon mal eines der Hochfeste, sodass man schon mal eine Ahnung hat, in welche Richtung das geht. Konkret heißt das natürlich die Bibel zu nehmen. Dann gibt es von der Kirche, habe ich zumindest vor einigen Jahren mal so geschickt bekommen, eine Excel-Tabelle, kirchenbezogener Wortschatz, wo dann eben auch gerade diese Begriffe drin stehen. Das ist nämlich auch eine der Herausforderungen, da greife ich schon die nächste Frage so ein bisschen vor. Eine der Herausforderungen ist nämlich auch einfach die Kirchenworte zu treffen, gerade auch was die biblischen Übersetzungen angeht. Das Eselsfüllen, das ist eines dieser Beispiele.
Es ist das Donkey's Foal, ist das der zoologische Begriff, und Donkey's Colt ist der biblische Begriff. Und so ist das zum Beispiel eine der Herausforderungen, wenn man dann überlegen muss, was übersetze ich jetzt, in welche Richtung gehe ich jetzt mit dem Wort, bleibe ich an dem Wort, was vorgelesen wurde, was im Textwort steht, oder gehe ich mit dem, worum es also in der gesprochenen Predigt dann geht. Und letzteres ist eigentlich immer sinnvoll, weil das auch das aktivere Wort dann üblicherweise ist, so zumindest meine kurze Erfahrung, die ich darin habe. Die nächste Frage ist eben, wie war es vor Ort? Was waren die großen Herausforderungen? Wie war die Atmosphäre? Vor Ort grundsätzlich war positive, gute Stimmung. Man hatte so dieses Gefühl, was wir in dieser Zeit, glaube ich, ganz gut kennen, des Miteinanders, des Zusammenrückens, des, ja, irgendwie schon auch dieses Gefühl, na, wir haben uns das alle so nicht ausgesucht, aber wir machen das gemeinsam als Brüder und Schwestern und mit Gott. Für unsere Brüder und Schwestern, und das ist ein schönes, bestärkendes Gefühl gewesen, und das hat so irgendwie auch diesen Morgen geprägt. Herausfordernd natürlich war, auch was die Atmosphäre anging, wir standen dort in einem Empfangsraum der Räumlichkeiten vom Friedrich Bischof Verlag, und in diesem kleinen Empfangsraum standen vier große Kameras. Es waren ein Piano und eine Orgel dort, ein Altar, ein Rednerpult. Also es war relativ eng, will ich nicht sagen, aber es war eine besondere Stimmung dadurch, dass einfach vier große Kameras da waren und man wusste, man wird eigentlich in dem Moment gesehen. Nächste Frage, worauf kommt es beim Übersetzen eines Gottesdienstes an? Da ist vielleicht vorwegzunehmen, dass der Begriff Dolmetscher, und im Englischen ist es der Interpreter, vielleicht etwas treffender ist an der Stelle, weil man einfach nicht immer eins zu eins übersetzen kann. Man interpretiert, man übersetzt den Sinn des Satzes in die jeweilige Sprache, so dass er dann auch so klingt, als wäre er, oder möglichst so klingt, als wäre er in der Sprache auch erdacht worden. Genau, das ist eine der Dinge, worauf es ankommt. Und am Ende des Tages sich darauf zu verlassen, dass in dem Moment dann das Richtige geschieht, das Richtige aus deinem Mund kommt. Das heißt, es kommt eben darauf an, die Kernbotschaft rüberzubringen und trotzdem möglichst nah am gesprochenen Wort eben zu bleiben.